In diesem Video geht es um die Pocketlight F7 Mini RGB LED vom Hersteller FalconEye. Das ist nun nicht die erste Beleuchtung, die ich habe, und jede kommt mit so ein paar Vor- und Nachteilen. Die würde ich jetzt mal beschreiben, damit wir besser einschätzen können, wo sich hier die Pocketlight F7 Mini positioniert. Erstmal zum Preis. Das Gerät kostet bei Amazon aktuell 62 Euro. Das ist jetzt nicht ganz billig, aber ist immer noch im unteren Preissegment für solche Beleuchtungselemente. Der Lieferumfang ist relativ großzügig. Ich bekomme das Lämpchen selber, also die Leuchte an sich. Dann bekomme ich dazu noch einen Adapter, den ich auf eine Kamera aufsetzen kann mit so einem Coldshoe und einer 1/4 Zoll Schraube. Zusätzlich bekomme ich noch ein Ladekabel und eine Tasche dazu. Für das Licht selbst wiederum befinden sich noch zwei Aufsätze dabei, um die Lichteffekte ein bisschen weicher zum Beispiel zu gestalten. Damit soll quasi so eine Softbox simuliert werden, also ja, dass das wie so indirektes Licht am Ende wirkt und nicht so ganz aggressiv von den einzelnen LEDs aufs Ziel geworfen wird. Und das ist auch tatsächlich notwendig, da ich ja mit diesem kleinen Licht eher in der Nähe filme. Und dann ist das schon eine sinnvolle Zugabe, um das Licht einfach weicher erscheinen zu lassen. So viel zum Lieferumfang. Wie gesagt, ich habe ja jetzt auch andere Beleuchtungselemente und die haben den einen oder anderen Vor- oder Nachteil. Dieses Gerät kommt jetzt mit einer eigenen App daher, die nennt sich Diesel Light und die hat mir im Vergleich zu dem, was ich sonst so gesehen habe, nämlich zum Beispiel vom Hersteller GVM, ziemlich gut gefallen. Die Kopplung funktioniert über Bluetooth und das war bei mir auch alles problemlos möglich. In der App kann ich einfach die Farben viel besser einstellen, als ich es hier auf diesem kleinen Display könnte. Und ich kann zum Beispiel auch mit so einem Fotomodus einfach aus meiner aktuellen Umgebung eine Farbe herauspicken und die dann replizieren lassen auf dem Licht. Zum anderen habe ich die volle Kontrolle über die verschiedenen Modi bzw. Szenen, also kann Blaulicht oder Blitzlicht simulieren. All das geht viel bequemer über die App als über das kleine Display. Das ist aber auch ein anderer Punkt, der mir gut gefällt. Ich kann das sowohl mit App als auch ohne App sehr komfortabel bedienen. Natürlich ist so ein kleines Display ein bisschen eingeschränkter, aber theoretisch stehen mir da auch die meisten Möglichkeiten zur Verfügung. Ich bin jetzt also nicht zwangsweise auf diese App angewiesen. In dem Punkt kann sich's auf jeden Fall schon mal zu meinen anderen Geräten hervorheben. Die App ist ziemlich brauchbar, da gibt's wenig zu meckern und wenn ich die App richtig verstanden habe, kann ich sogar hier solche Gruppen anlegen und das würde heißen, wenn ich jetzt mehrere dieser Beleuchtungselemente habe von Pocketlight, kann ich die zusammenfassen und quasi alle 5 Elemente, die ich habe, in einer Farbe leuchten lassen. Eine andere Sache, die mir sehr gut gefallen hat, ist der USB-C Ladeadapter. Das ist eines der größten Probleme, die ich bei den anderen Gerätschaften hier habe. Manche von denen kommen mit einem Micro-USB-Anschluss, manche wiederum kommen mit ihren eigenen Stromkabeln und ein anderer wiederum hat seinen eigenen Akku, der sein eigenes Ladegerät dabei hat. Das hat alles so ein bisschen seine Vor- und Nachteile. Ich finde allerdings, USB-C ist einfach der modernste Anschluss, kann relativ viel Strom durchschicken und zum anderen kann ich das auch immer mit einer Powerbank kombinieren. Und könnte im Optimalfall alle meine Geräte dann über diese Powerbank noch betreiben. Kleiner Nachteil ist hier aber auch, sobald ich Strom anschließe, während ich es benutze, kann er maximal 70% seiner Helligkeit ausstrahlen. Das führt wohl dazu, dass der Akku nicht zu heiß werden soll und naja gut, ist halt ein Schutzmechanismus beim Laden, muss man halt einfach wissen. Aber ich bin froh, dass es mit einer Powerbank überhaupt funktioniert und man kann es ja auch laden in der Zeit, in der man es nicht braucht. Ja, zum Akku, der ist jetzt nicht so besonders überzeugend. Ich habe den die ganze Zeit auf 100% laufen lassen. Das zieht den schon ziemlich stark leer. Da sollte man vielleicht eher so auf 90 oder 80% gehen. Besonders lange hat er nicht gehalten. Der hat 2600 mAh laut Verpackung. Aber wie gesagt, das ist ein kleines Problem, denn mit USB-C ist der auch schnell wieder aufgeladen, beziehungsweise kann ja im Betrieb auch schon am Strom hängen, mit einer reduzierten Lichtleistung dann halt. Was hat mir noch gut gefallen bei dem Gerät? Am allerbesten an dem Ding hat mir gefallen, dass der eine Magnethalterung hat. Der hat hinten zwei Magnete und damit kann ich den quasi überall, wo es Metall gibt, einfach befestigen und muss nicht einmal die 1/4 Zoll Schraube benutzen.
Und ich benutze das Teil deshalb jetzt auch nicht nur zum Filmen, sondern wenn ich mal irgendwo eine Schraube abmachen muss und die ist schwer einzusehen, kann ich mir das Ding immer mitnehmen, irgendwo hinlegen oder eben über diese magnetischen Kontakte befestigen und habe dann immer Licht an der Stelle, wo ich arbeiten muss. Bei dem Preis würde ich sagen, gibt es hier eine klare Kaufempfehlung. Die Nachteile sind wie gesagt die verminderte Lichtleistung beim Laden und die etwas geringe Akkukapazität. Ansonsten habe ich ehrlich gesagt nicht viel auszusetzen an dem Pocket Light F7 Mini. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich an der Stelle über ein Abo und den Kanal kannst du unterstützen, indem du in der Videobeschreibung meinen Amazon Affiliate Link benutzt.